So, willkommen zu einem neuen TechView Podcast und wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich wieder das ZTE Axon 7 hier. Ich habe es jetzt einige Wochen lang getestet und möchte so meinen Erfahrungsbericht darüber machen. Also kein Review, ansonsten hätte ich ja ein richtiges Review gemacht, sondern nur meine Erfahrungen, die ich mit dem Gerät gesammelt habe. Ist ein Gerät, ein Top-Flaggschiff von 2016, kann man es im Jahr 2018 noch verwenden. Von der Hardware her auf jeden Fall. Es hat diese super genialen zwei Speaker hier vorne, also die Lautsprecher, die Dolby Atmos können. Das sieht man hier auch hinten, steht ganz groß Dolby Atmos drauf. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte, weil es sorgt tatsächlich für richtig guten Klang, auch wenn man das Gerät so in den Händen hält und sich einen Film anschaut. 16:9 Format heißt, man muss nicht irgendwie groß oder klein ziehen oder man muss nicht irgendwelche komischen Videos schauen, sondern das ganze Bildschirm, der ganze Bildschirm ist bildschirmfüllend bei den meisten Videos, auf YouTube beispielsweise, Netflix und so weiter und so fort, alles kein Problem. AMOLED-Display, auch sehr schön, spart ein bisschen was Akku, hat eine gute Helligkeit, auch im Hellen. Natürlich, klar, wir haben jetzt Winter, wir haben jetzt keine direkte Sonneneinstrahlung oder sowas, wo ich das testen konnte, aber im Allgemeinen kann ich sagen, ja, das Display funktioniert relativ gut. Kommen wir noch zu der Software und ich rede ein bisschen was über den Klinkenstecker. Hier oben dran ist ein Klinkenanschluss. Ich weiß gar nicht, ob man den scharf sehen kann. Jetzt habe ich die Kamera angestoßen, das wollte ich natürlich nicht. Aber da ist ein Klinkenanschluss, der ermöglicht euch 3,5 mm Headsets anzuschließen. Und das klappt relativ gut, muss ich sagen. Der Sound, der darüber kommt, ist sehr, sehr gut. Kann dann natürlich vielleicht mit einem LG G7 oder dem V der V-Serie und dem DAC vielleicht nicht ganz mithalten, aber er erzeugt überproportionalen guten Sound. Der Fingerabdruckleser ist ein bisschen was langsam. Ihr seht, jetzt hat er es freigeschaltet, das dauert mal so ein bisschen. Wenn ich das Display anmache, dann drauf drücke, ist es eigentlich sofort da und manchmal dauert es halt länger. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich gedrückt halte, dann dauert es länger, als wenn ich nur kurz drauf drücke. Also wirklich drauf und loslasse, dann ist er direkt da. Jetzt ist er direkt da. Es dauert ein bisschen was. Display-Anschaltzeit ist ein bisschen was gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir waren gerade bei Musik. Ich habe hier zum Beispiel die Musikplayer-App. Davon bin ich enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es spielt wunderbar Musik ab, Dolby. Wir können mal die Lautstärke richtig aufdrehen. Wir haben die fünfte Jahreszeit, muss ich natürlich auch kölsche Musik abspielen lassen, aber ja, also Dolby Atmos funktioniert sehr gut. Funktioniert wirklich gut, kann man nicht meckern, über die zwei Lautsprecher wunderbar. Kopfhöreranschluss wunderbar, dann wird Hi-Fi aktiviert. Wer Strom sparen möchte, kann das auch deaktivieren, dazu kann man in den Einstellungen hineingehen. Und Töne, ups. Unter Töne hat man die Möglichkeit, dann das Headset Hi-Fi einzustellen. Da kann man Standard auswählen anstatt Super. Und dann wird das ganze Gerät dann wird der Standard-DAC benutzt von dem Snapdragon-Prozessor, anstatt den Super Hi-Fi-DAC zu benutzen. Das sorgt dann natürlich für eine Verschlechterung im Audiobereich, aber Audio ansonsten perfekt. Was ihr jetzt sehen werdet, das Gerät ist ziemlich schnell. Das hat nichts mit dem Auslieferungszustand zu tun, sondern damit, dass ich hier in den Einstellungen unter erweiterten Einstellungen habe ich die Entwickleroptionen eingeschaltet und habe tatsächlich die Animationsgeschwindigkeit auf 0,5 gesetzt. Wo sieht man das? Hier, Animationsgeschwindigkeiten auf 0,5 gesetzt, weil in der 1.0er Geschwindigkeit ist mir das alles zu langsam. Und ich kann in dem Fall auch nur empfehlen, diesen Standard-Launcher, den hier die spezielle Android-Version basierend auf Android 7.1.1, Mi Favor UI, wer das nicht mag, sollte vielleicht mal irgendeinen anderen Launcher als Alternative verwenden, der leichtgewichtiger funktioniert. Da gibt es ja einige freie, muss ich ja nicht alle erwähnen. 820er Snapdragon ist hier mit an Bord. Wir können uns die Hardware-Information nochmal anschauen. Es gibt 64 GB internen Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher. Das sorgt dafür, dass das Gerät relativ schnell funktioniert und viele Sachen im Speicher sind. Hier das Musikprogramm, die Galerie beispielsweise. Fotos übrigens, 20 Megapixel, scharf. Gut, nicht zu meckern. Kann nicht mit Flaggschiffen heutiger Art gerade im Lowlight-Bereich mithalten, aber wenn es darum geht, im Hellen Fotos zu machen, alles wunderbar, schön scharf, kann man nicht meckern, ist wirklich gut, Dynamikbereich ist gut, Videos funktionieren gut. Für den Preis, für den das Gerät aktuell verkauft wird oder wofür man das Gerät aktuell bekommen kann, ist das tatsächlich ein richtig gutes Gerät, da kann man nicht meckern, was das Ganze angeht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät.
Was die Performance angeht, nachdem ich es ein bisschen getweakt habe, dieses Android mit der 7.1er und der Mi Favor irgendwas Geschichte gefällt mir nicht so ganz. Muss ich ganz ehrlich zugeben, auch hier dieser Launcher nicht, aber da gibt es ja Alternativen, die man installieren kann. Ansonsten läuft das Gerät schnell, flott, gut, zuverlässig. Es gab keine Abstürze, WLAN hat funktioniert, Mobilfunk hat immer wunderbar funktioniert, gab es keinerlei Probleme, Funkabbrüche oder Gesprächsprobleme. Es nimmt wunderbar auch Audio auf. Also da gibt es die zwei Mikrofone oben und unten. Da gibt es zwei Löcherchen für Rauschunterdrückung und so weiter und so fort. Kann natürlich nicht mit einem Zoom H1 oder einem professionellen Audiorekorder mithalten. Nimmt aber schon ziemlich gut Tonqualität auf. Man hat die Möglichkeit, im M4A komprimierten Verfahren mit AAC aufzunehmen oder im WAV-Format. Und da kann man vielleicht ab und zu, wenn man mal einen Podcast oder sowas, ein Interview Situation reinkommt, das Ganze aufnehmen ohne Probleme. Die Musikanwendung, wie gesagt, bin ich enttäuscht von. Sie kann zwar Musik abspielen, aber man kann nicht nach Musik suchen, man kann nach Favoriten suchen, man kann Favoriten erzeugen, man hat die Möglichkeit, nach Ordnern zu suchen und dort reinzuspringen und dann Ordner, Musik aus Ordnern abzuspielen, aber es gibt ja auch eine Buchstabensortiermöglichkeit, aber es gibt keine Möglichkeit zu suchen, was ich irgendwie komplett, also das sieht mir so aus, ob das nie fertig geworden wurde, diese App wurde nie fertig gemacht irgendwie, und das sieht man halt auch einfach, das ist leider keine so gute Anwendung, deshalb empfehle ich da vielleicht VLC nutzen. Man kann jegliche Musik-App im Grunde genommen nutzen, und weil hier in den Einstellungen Dolby aktiviert werden kann, ist das also kein Problem für die zwei Lautsprecher, auch Hi-Fi-Headset-Ausgang, alles gar kein Problem, funktioniert wunderbar. Videos lassen sich gut abspielen, Musik funktioniert gut, Display ist gut, Akkulaufzeit, USB-Typ-C, Quick-Charge, klappt relativ schnell das Aufladen. Es ist immer noch etwas langsamer als aktuelle Flaggschiffe, würde ich mal behaupten. Aber dafür hält der Akku auch mindestens 2 Tage, habe ich jetzt so im Schnitt gehabt. Finde natürlich je nach Benutzung vielleicht sogar ein bisschen was länger. Wir können ja mal schauen, was habe ich denn hier letztens in Sachen Akkuverbrauch gehabt. 1 Tag und 9 Stunden wurde aufgeladen und ca. 30 Stunden und 58 Minuten habe ich jetzt übrig bei 82%. Ihr seht, also über einen Tag werdet ihr auf jeden Fall kommen. Und ich bin jetzt hier nicht mehr im Mobilfunknetz, sondern nur noch im WLAN drin. Deshalb wird das natürlich dann noch länger dauern, was die Nutzung angeht. Und wir sehen hier, dass das Ganze dann doch relativ genügsam ist. Und auch der Bildschirm, je nachdem, wie ihr die Helligkeit eingestellt habt, sollte dann ziemlich lang, also 4-5 Stunden Bildschirmanzeit, sollten keine Probleme darstellen. Länger ist auch möglich, je nachdem, was für eine Helligkeit und was ihr sonst so eingestellt habt in Sachen NFC, Bluetooth und so weiter und so fort. Bluetooth, GPS, alles gar kein Problem, funktioniert ohne Probleme, kann man nicht meckern. Selbst mit dieser etwas älteren Android-Version, da kommen wir auch wieder zu dem kleinen Nachteil von dem Ganzen. Das Ganze läuft mit Android 7.1.1, der Sicherheitsstand ist der Juli 2018. Das ist nicht mehr ganz taufrisch, das kann man noch benutzen, aber ich würde euch empfehlen, vielleicht dann auf diese inoffizielle, / jetzt mittlerweile offizielle Android 8-Version des ZTE Axon 7 Images zu wechseln. Das Wechseln heißt in dem Fall wirklich wechseln. Man kann es nicht über OTA installieren, sondern man muss das Gerät komplett mit der neuen ROM quasi bespielen. Hat den großen Vorteil, man kriegt Stock Android, nicht diesen komischen Launcher. Das Gerät ist nochmal deutlich flotter, hat aber auch hier und da ein paar Nachteile. Welche das sind, könnt ihr natürlich alles nachlesen zu dem ROM-Image selbst. Ansonsten gibt es natürlich auch alternative ROMs, die man hier drauf installieren kann. Ich habe ja die Entwickleroption mal gezeigt. Dort gibt es die Möglichkeit, erweiterte Einstellungen, Entwickleroptionen, OEM-Entsperrung zu machen, sodass ihr die Möglichkeit habt, auch andere ROMs hier drauf zu installieren und dann das Gerät vollkommen ausnutzen zu können. So. Das ist jetzt im Grunde genommen alles, was ich zu diesem Gerät und meinem Ersteindruck sagen kann von dem Gerät. Ist das ein Gerät, was man im Jahr 2018 noch nutzen kann? Mit der Software-Einschränkung, die es so gibt, Android 7.1.1? Ja, mit eben der Empfehlung, Alternativ-ROM oder Android 8 Update aufzuspielen, sich vorher zu informieren, was für Einschränkungen vielleicht dieses Android 8 ROM hat. Aber wenn das keinerlei Probleme macht, ist das ein Gerät nicht nur fürs Jahr 2018, sondern auch für die kommenden Jahre 2019 und 2020. Eventuell vom Speed her ist der Snapdragon 820 durchaus ebenwürdig. Spiele spielen 3D, alles gar kein Problem. Klappt wunderbar, habe ich keinerlei Probleme bisher gesehen und gehabt. Natürlich funktionieren die allerneuesten Spiele vielleicht nicht in den höchsten Einstellungen, aber ansonsten so, was man so alles
spielen möchte, wie beispielsweise dieses Spiel, ich weiß gar nicht, wie das gespielt wird, funktioniert ohne Probleme und ihr seht, es läuft alles schnell und flüssig und jetzt, wenn ich hier auch wieder in die Musik-App springe, zurückspringe in das Spiel, in die Musik-App, das klappt also auch alles, hier und da gibt es mal Verzögerungen, aber die 4 GB Arbeitsspeicher sorgen einfach dafür, dass das meiste dann auch ohne Probleme funktioniert, wie wir sehen können. Die meisten Anwendungen, die ich jetzt hier vor einer Weile gestartet habe, funktionieren ohne großartige Probleme, ohne Neustarte, ohne Ruckler. Software ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da muss man halt eben, wie gesagt, noch ein bisschen was mit arbeiten und die Musik-App ist enttäuschend, die Video-App geht gerade so. Werkzeug-App hat Werkzeuge, die in der App eingebaut sind irgendwie, die nicht einzeln zur Verfügung stehen, was auch so ein bisschen seltsam ist. Naja, also die Software ist nicht die allerbeste, aber ansonsten, man kann sich halt, wie gesagt, das Android so hinbiegen, wie man denn möchte. Und dann läuft, also die Hardware ist solide, grundsolide, dafür gibt es einen Daumen hoch. Software ist so ein bisschen, und das ist so, glaube ich, mein Fazit von der ganzen Geschichte. Falls ihr so ein Exynos 7 habt, falls ihr so ein Android 8 drauf installiert habt, falls ihr einen anderen ROM habt, schreibt das alles im Kommentarbereich, was ihr an dem Gerät so mögt und wie ihr es eingestellt oder eingerichtet habt, was ihr für Tweaks und Tipps habt für das Gerät, um es effizient nutzen zu können. Beispielsweise, welcher Launcher dann mit der Stock Android 7.1.1-Version am besten funktioniert oder was es noch für Möglichkeiten gibt in Sachen Musik abspielen, ob es ein besseres Programm gibt. VLC habe ich jetzt hier benutzt, weil ich das kenne und ich bin nicht so der große Android-Fan. Also das ist alles grundsolide von der Hardware her und von der Software her muss man noch so ein bisschen updaten. Ansonsten gebt einen Daumen nach oben, abonniert fleißig und stellt Fragen. Das war's für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Show.